Herzlich willkommen bei MixTV. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich euch die Kartoffel mitgebracht. Es ist September, es gibt jetzt schon neue Kartoffeln. Und die Annabelle habe ich euch heute mitgebracht. Die frühe Sorte. Ich habe es auch schon geschält, schon gewaschen. Und ich möchte mit euch einen leckeren Kartoffelauflauf mit Gemüse machen. Den gratinieren wir dann noch ein bisschen mit Käse. Ja, machen eine schöne Soße dazu. Wir haben schon mal den Wunderslicer V2 aufgesetzt, mit dem wir die Kartoffelscheiben in wunderbar dünne Scheiben schneiden werden. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr es ein bisschen dicker haben möchtet, sie einfach mit der Hand schneiden. Dann müsstet ihr sie vielleicht ein bisschen vorgaren. Dazu einfach im Varoma 10 Minuten die Kartoffelscheiben vorgaren, damit auch alles gleichzeitig gar ist. Aber wir nutzen heute unseren Wunderslicer. Wir haben ihn auch schon aufgesetzt. Aber? Wie gesagt, aber? Erstmal blenden wir die Zutaten. Zutaten, okay. Kevin, blende bitte, bitte die Zutaten einblenden. Bitte, Kevin, blende die Zutaten ein. Wir brauchen, also beim Gemüse, ich habe jetzt heute einfach mal ein bisschen Brokkoli, ein bisschen Paprika, ein bisschen Zwiebeln, eine Knoblauchzehe, ein paar Möhren, ein bisschen frische Petersilie, eine Zucchini mitgebracht. Da könnt ihr euch aber frei austoben. Also der eine mag vielleicht keine Zucchini, der andere keine Paprika. Ja, ja, rein, was so euch schmeckt, halt. Was genau. Euch gefällt. Und ja, jetzt werden wir als erstes mal die Kartoffeln slicen. Genau, der Wunderslicer V2 gibt es bei uns im Mixshop. Mit dem bekommt ihr Raspeln und Scheiben hin. Aufgesetzt haben wir den natürlich schon mal. Eine genauere Anleitung haben wir auch in einem anderen Video gegeben, das verlinke ich bei YouTube mal. Und damit habt ihr ruckzuck gleichmäßige Scheiben. Wenn ihr Interesse am Wunderslicer V2 habt, dann habe ich euch auch den direkten Link in den Mixshop in die Videobeschreibung gepackt. Also schaut einfach, wie viele Personen ihr seid, ob ihr jetzt 500 oder 1000 Gramm Kartoffeln dafür nehmt. Ich mache jetzt hier mal Schluss. Ich nehme jetzt den ganzen Deckel einfach ab. Genau. So. So, wir werden gerade unsere Form mal hier parat stellen und ein bisschen Butter beigeben. Die muss ich gerade mal holen. Ja, wo hast du sie? Wo habe ich sie? Genau, ich hatte sie eben schon. Ja. Ist ja immer so, ne? Irgendwas fehlt ja immer. Ne? Naja, es fehlt. Oder nicht. Irgendwas vergisst man immer. Man verlegt es einfach. Ja, man verlegt. Kevin, du bist ja, danke schön. Ja, Kevin umschreibt das immer so schön. Ja, reden kann er. Für meine Schusseligkeit, ne? Aber wir sind ja hier nur Halbprofis, ne? Du, also, wie gesagt, ich habe es letzte Woche schon gesagt, das Fernsehen kann uns gerne buchen. Wenn sie ein bisschen Slapstick-Comedy wollen. Ja, das Wichtigste ist ja, dass es Spaß macht, ne? Eben. Und in der neuen Ausgabe der Mix 624 haben wir euch mal gezeigt, was wir in den nächsten Wochen so vorhaben für euch hier bei MixTV. Ja. Da haben wir Woche für Woche eine Hauptzutat. Letzte Woche war das die Pflaume. Und diese Woche ist es die Kartoffel. Die nächsten Wochen, die erfahrt ihr, wenn ihr die neue Mix kauft. 6,24, jetzt im Handel oder bestellen. hill-verlag.de. Versandkostenfrei und auf Rechnung. Wunderbar gleichmäßig dünne Kartoffelscheiben. Die haben wir schon mal vorbereitet im Wunderslicer V2. Wir haben uns jetzt gerade entschieden, dass wir doch einfach auch die Möhren und die Zucchini auch noch im Wunderslicer V2 machen können. Dafür ändern wir aber die Scheibe. Also hier, das ist die dünne Scheibe. Ihr seht das ja auch. Und auch die dünne Raspel, wenn ihr es umdreht. Also wenn ihr das in den Linkslauf gebt, habt ihr dann die Raspeln. Und wir haben jetzt hier die dicke Scheibe eingesetzt. Seht ihr auch, die Lücke ist wesentlich größer. Und damit machen wir dann jetzt gleich Möhre.
Die Möhren. Guck, und ihr könnt es einhändig quasi super zusammensetzen. Also die Scheiben sind wirklich mega dünn. Die oder? Braucht ihr nicht vorgaren. Ja, und ich mag das ja. Ich mag ja Kartoffelgratins, ja? Wo die Kartoffeln okay quasi in der Form gar werden. Ah, warte mal, da können wir noch was zeigen. Ja, was denn? Wenn du die jetzt fertig hast, dann machen wir mal den Teiler. Weil ich glaube, das wird ein bisschen besser funktionieren. Weil das könnt ihr nämlich teilen. Ja. So, dann macht doch schon mal einen rein. Genau. Soll ich einen reinmachen? So, einen reinmachen. Und jetzt kannst du eine Möhre dazugeben. Dann hast du die nämlich ein bisschen stabiler sitzen. Also sollte zumindest. Ja. Stimmt. Ich ziehe mal einen höher. Dann darf er bis maximal 2,5 gehen. Ja, ja, ihr hört es ja. So, besser. Super. Zack, 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 zack. Super, gut. Ja, oder? Wir so zeigen euch alle Funktionen dieses wunderbaren Geräts. Hier ist dann dieser Clip. Könnt ihr den wieder zusammensetzen. Flupp. Zucchini. Hätte ich noch. Rein damit. Ja. Passt das? Passt. Ja. Passt. Passt und ja, man passt. Hat die Öffnung auch angepasst. Ist ein bisschen größer geworden. Aber ich finde es wirklich praktisch. Kann ich wirklich nicht anders sagen. Wie gesagt, Raspeln geht damit auch. Ihr könnt, es gibt auch eine Parmesanscheibe. Die kann ich euch mal eben zeigen. Das ist ein bisschen Backstage hier bei uns in der Mixküche. Das ist die Parmesanscheibe. Die könnt ihr dann auch zusätzlich noch erwerben. Und hier eine praktische Halterung aus feinstem Acrylglas. Alles im Mixshop. Mix-shop.de. Ja. Guck mal. Bisschen dicker, aber gleichmäßig, ja, perfekt. Ja gut, wir wollten ja das Gemüse ein bisschen dicker haben. Richtig, ne? Ja, ja, super. So. Wunderbar. Dann bringen wir alles zusammen. Ja. Gut, den Brokkoli müssen wir jetzt gleich noch ein bisschen in Röschen teilen. Ja, wollen wir die Paprika noch dran machen? Die Paprika auch noch dran, genau. Die ja schneiden wir dann gleich. Genau. Und so einfach. Zwiebel hätten wir noch machen können, aber die können wir auch gleich im Mixtopf zerkleinern. So. Ja. Prima. Schön. Gut. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt noch schnell die Paprika. Oh, die Paprika hätten wir eigentlich auch noch machen können, ne? Ja, jetzt sind wir ja mal dabei, ne? Jetzt ist sie dabei. Und jetzt fängt es gerade an, Spaß zu machen. Und jetzt weiß ich, wie einfach es ist. Ich gebe ja zu, ich habe mich vorher ein bisschen schwer nein, getan. Silvia, nein, Silvia, nein. Nein, doch, 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 doch. Nein. Doch. Doch, Kevin muss es mir zeigen. Aber wie das so ist, wenn die Frauen jetzt so ganz handwerklich sind. Nein. Stopp, 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 stopp. Darum geht's nicht. Ich glaube, es ist einfach so, wenn du es gewohnt bist. Ja, erstens die Ungeduld und zweitens, ich glaube, es ist einfach ein Gerät, dann auch, da muss man sich ein bisschen drauf einlassen. Und wenn man es dann gemacht hat, dann merkt man, wie einfach es wirklich geht. So. Ha! Mal wieder auf 2,5 einfach. Hm? Ach, das steht jetzt nicht richtig im. ich glaube, das ist richtig. Jetzt war ich zu. Jetzt war einmal zu schnell. Jetzt war ich zu schnell. Aber wir beide haben einfach nicht drauf geachtet. Auch das kann passieren. Während du das fixst, erzähle ich ganz kurz, was es zu gewinnen gibt. Na klar, die neue Mix, die 624. Ich will Kartoffelglück in die Kommentare schreiben bis Samstag 18 Uhr. Montagmorgen gibt es eine Antwort auf eure Antwort und ihr schickt mir dann eure Postadresse per E-Mail. Wir verlosen 5 Ausgaben der neuen Mix 624. Also nutzt die Chance, macht mit. Ich will Kartoffelglück kommentieren und dabei sein. Das ist ja die Grundvoraussetzung, ne? Ja. Ach, wir haben das Ding vergessen. Also, gut, Silvia, da ja, sind wir jetzt beide aber auch ja, ein bisschen. Das war jetzt ein bisschen. Das, ich war zu schnell. Ich wollte nein, schon. Nein, ich hätte auch drauf achten können. Also der Stab ist natürlich wichtig. Ne? Aber ihr seht, ob Kartoffeln, Paprika, Zucchini. Alles. Alles easy going. Radieschen. Radieschen.
Und wenn ihr zum Beispiel einfach mal einen Möhrensalat machen möchtet, ne? Raspeln, wie gesagt, geht auch ganz einfach. Guck, wie schön die Scheiben sind. Ja, super. Toll. So, nachdem wir das dann alles gleich zerkleinert haben, unsere Brokkoli noch, machen wir unsere Soße. Wir können auch jetzt schon mal den Backofen anstellen. Das mache ich gerade mal. 200 Grad Ober-Unterhitze. So, haben wir gerade den Brokkoli noch parat. Ich lasse dich mal machen. Ja, und dann lass mich mal machen. Genau. Machen wir hier gleich den schönen Auflauf fertig. Die Röschen vom Brokkoli sind wir fachfraulich abgezupft. Ja. So. Und wie Silvia schon gesagt hat vorhin, ihr könnt da ganz frei das Gemüse nutzen, worauf ihr Lust habt, was auch saisonal ist. Genau, ich möchte, dass jetzt hier auch mal Rosenkohl dabei ist oder Blumenkohl. Wir mischen das jetzt hier ein bisschen aufgelockert, schön aussieht. Nochmal die Empfehlung an der Stelle. Der immerwährende Permakulturkalender, der Saisonkalender im Hehl Verlag. Wenn ihr auch vielleicht das Gemüse selber zu Hause anbauen möchtet und wissen wollt, wann muss ich was säen, wann kann ich was ernten, schaut mal rein. 365 Tage Permakultur, verlinken wir euch auch in der Videobeschreibung. Jetzt habe ich hier die Petersilie, die mache ich jetzt schön grob. Hier habe ich jetzt noch die Zwiebeln halbiert, ein bisschen Knobi. Ja, schön. Und das werden wir jetzt zerkleinern. 3 Sekunden Stufe 7. Dann werden wir das Ganze würzen. So, erstmal mit dem Spatel, ja. Nach unten schieben. Ne? Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Nehmen wir den hier. Ist gerade verfügbar. Ach ja, das ist jetzt. Huiuiuiui. Jetzt treibt es mir die Tränen in die Augen. Und nein, Silvia. Doch. Guck mal, hier ist jetzt schon ein wunderbarer Ansatz für Kräuterbutter. Ja, wir wollen aber keine Butter. Ich weiß. Crème fraîche. Der 200 Gramm Becher. Genau. Guck mal, ist eh nur 186. Ja, wir haben eine Lüge der Lebensmittelindustrie aufgedeckt. Mix TV deckt auf. Nicht nur das. Machen wir mal dafür ein bisschen mehr Sahne dran, ne? So, ja, okay. Ja. Salepepper. Dann machen wir gleich auch hier ein bisschen noch drüber. Dann machen wir ein bisschen Thymian. Könnt ihr natürlich auch bei den Kräutern ein bisschen gucken, was euch schmeckt. Ein bisschen Muskat. Ja. Hier, das würze ich auch noch ein bisschen mit Salz und Pfeffer. So gibt es im Handumdrehen eine schnelle, nahrhafte und leckere Speise, die der ganzen Familie schmecken wird. Hier bei MixTV. Abonniert uns gern bei Facebook und bei YouTube und gebt dem Video auch gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Das wird uns sehr freuen. Ein paar Minuten mixen. Jede Woche Mittwoch neu ab 18 Uhr bei Facebook und YouTube MixTV. So, jetzt das hier. Ausgabe 223 heute. Mein Gott, Wahnsinn. Wahnsinn. Wir lieben aber das, was wir tun. Ich hoffe, das merkt ihr auch. Also MixTV liegt uns wirklich am Herzen. Es macht uns so viel Spaß, hier Woche für Woche für euch ein tolles Rezept zu machen. Mal aus der aktuellen Ausgabe, mal aus alten Ausgaben, mal aus de la Meng, so wie heute. Und was es die nächsten Wochen so gibt, das erfahrt ihr in der neuen Mix 624.
Also greif zu. Mal gerade hier so ein bisschen gucken, dass ich mit der Flüssigkeit auch überall reinkomme. Natürlich wichtig, klar. So. Und auch hier seht ihr, es muss nicht Fleisch sein. Ein schönes vegetarisches Gericht tut es auch. Ihr könntet es hier sogar unter Umständen vegan zubereiten, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Statt der Crème fraîche gibt es ja auch Varianten, die ihr nutzen könnt. Ihr könnt vegane Kochsahne nehmen, veganen Streukäse. Das sieht super aus, ja. Ja, finde ich auch. Ja. So, wunderbar. Unser Backofen ist vorgeheizt. So, ich würde sagen, 35 bis 40 Minuten kommt so ein bisschen auf den Backofen an. Wir schauen gleich einfach mal, was es so nach einer halben Stunde macht. Und ja, würde ich sagen, jetzt habt ihr eine halbe Stunde Zeit, irgendwie hier so ein bisschen Tabula Rasa zu machen. Oder wir haben jetzt Zeit. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und wie das aussieht. Sieht gut aus, gell? Sieht super aus. Es ist schön warm. Im Winter würde ich ja sagen, schön, wenn der Backofen an perfekt, ist. Perfekt, ne? Als heute an so einem Drehtag. Ja, sieht doch gut aus, oder? Boah. Das sieht doch gut aus. Der sieht nicht nur gut aus, der sieht perfekt aus. Und ihr wisst, wir kochen hier nur das, was wir selber gerne essen. Ja. Und das ist wirklich. Und dann merkt ihr schon, wir essen gerne Aufläufe. Das wird der ganzen Familie schmecken. Ja, allein durch die schöne cremige Soße. Ja. Also da ist, könnt ihr wirklich schönes Gemüse reinmachen und vielleicht auch für Gemüsemuffel geeignet. Die unter der Soße ist das Gemüse so versteckt. Leckere Möhren, wir haben leckere Möhren, Paprika, Zucchini und Brokkoli drin. Dazu die Kartoffelscheiben, die wir mit unserem Wunderslicer V2 gesliced haben. Und leckere Soße dazu, ein bisschen mit Käse überbacken, ruckzuck, easy peasy, war unser Gratin fertig. Die Küche ist auch schon wieder aufgeräumt, wunderbar, freuen wir uns. Ja, Tisch ist gedeckt. Wir probieren das jetzt nicht, das ist noch ein bisschen zu heiß. Aber ja, probiert es aus, lasst es euch schmecken. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Ich weiß jetzt gar nicht, was das Thema für die nächste Woche ist, aber schaut in die aktuelle Mix-Ausgabe, weil da geben wir die Themen jetzt immer an. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid und wünschen euch bis dahin alles Gute. Macht's gut. Tschüss.